Ich habe 1997 mit dem Fahrradtrail in meinem kleinen Heimatdorf südlich von Leipzig begonnen. Dort hatten wir jährlich bei den Dorffesten die Möglichkeit, die Trailfahrräder und auch die Trailstrecken auszuprobieren. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich bis jetzt dabei geblieben bin. Im gleichen Jahr habe ich dann auch begonnen, mit meinem 2 Jahre älteren Cousin erste regionale Wettkämpfe zu fahren. Natürlich wollte ich dabei immer mit ihm mithalten, was dazu führte, dass ich mich relativ schnell verbessert habe und schon 2 Jahre später bei meiner ersten Weltmeisterschaft gestartet bin. Ab da bestanden unsere jährlichen Familienurlaube aus meiner Teilnahme an nationalen, internationalen Wettkämpfen in Europa, Japan und Neuseeland, wobei meine beiden Weltmeistertitel 2002 und 2006 zu meinen größten Erfolgen zählen. Beim Trail kann ich alles um mich herum ausblenden. Ich kann meine eigenen Ideen umsetzen und immer wieder neue Wege finden. Mein Name ist Marco Thome und deswegen fahre ich Trail.